Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix Obelix XXL3. So, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann dürfen wir hier auch gleich irgendwie durch ein Lager durch... Oh mein Gott, nein, 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 der hat mich nicht gesehen. Oh, er hat mich nicht gesehen, hui. Dann dürfen wir auch gleich durch ein Römerlager durchgehen. Jetzt bin ich ganz nass. Das ist Wasser, okay. Am Anfang. Und ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Egal. Auf jeden Fall dürfen wir uns mit Römern prügeln. Das wird bestimmt lustig. Ich schau mal, ob ich da von hinten ran kann an die paar Idioten. Nein, kann ich nicht. Okay, die leben da, lasse ich auf jeden Fall liegen. Hä? What? Ich hab das nicht eingesammelt. Hä? How? Ach, dann leck mich doch. Dem geben wir kurz einen mit, weil das geht gar nicht. Oh, da kommen jetzt gleich natürlich noch ein paar raus. Okay. So, der eine da steht rum und blickt nichts, okay. Der Bogenschütze muss auch weg, danke. Wir sind hier in... Ich weiß es nicht mehr. Wo sind wir? Keine Ahnung. Das Lager von Tolmanu, die Stadt von Tyros betreten. Ah, Tyros sind wir hier, okay. So, Wasserspeicher, gut, okay. Damit können wir nichts machen. Hier hinten jede Menge Kisten, die zerstören wir vielleicht erstmal nicht. Weiß ich nicht genau, ob das eine kluge Idee ist. Ach, ist das ein Händler? Nee. Also, ja, vielleicht schon, aber keiner, bei dem wir einkaufen können. Schade. Denn so ein bisschen was können wir immer noch aufrüsten. So, wie zum Teufel komme ich denn an diese eine Kiste da oben? Wahrscheinlich indem ich über diese anderen Kisten springe, ne? Oh, die wollen Stress, ist okay. Könnte haben. Solange es nur so ein paar Einzelne sind, ist das Kampfsystem ja gar kein Problem. Dann geht's ja, ne? Erst werden so 10.000 auf einen kommen, also 10.000 auf mich, dann wird's belastend. Oder wenn die Idioten mit dem Schild kommen. Auch das ist eher uncool. So, da oben ist auch eine Kiste. Wie komme ich da hin? Boah, nicht zu nah ans Wasser. Ah, ich sehe schon, von hier. Ja, wobei, nee. Ah, von hier. Okay, I see. Ja, wunderbar. Haben wir. Ja, okay. Gut, war jetzt nur diese eine Kiste. Hat sich nicht wirklich gelohnt eigentlich, aber hey. Wir haben's. Gut, das Zelt lassen wir einfach mal stehen. Das hilft uns eh nichts, das auseinanderzunehmen. Dann... Nee, die Kisten wollten wir stehen lassen, genau. Dann rein nach Tyros. Oh! Nein! Oh, das war knapp. Ich wollte eigentlich X drücken, tatsächlich, um die alle wegzuhauen. Hat nicht ganz funktioniert. Wow. So, das lässt du bitte. Auch du lässt das bitte. Ich wollte die Kisten nicht zerstören eigentlich. Wobei, doch, können wir eigentlich machen. Das bringt uns eh nichts. Gut, so. Hui, du Drecksack. Alter, drei mit einem. Huiuiui. Das nenne ich mal drei Fliegen mit einer Klappe. So, das machen wir mit Asterix wieder hier. Jetzt lass mich mal schauen. Darüber. Ja, toll. Das hat's ja gebracht. Aber wir machen das eh nur für diese eine kleine Kiste. Das ist eigentlich total unnötig, oder? Ups. So, und jetzt sehe ich natürlich wegen dieser scheiß Palme nichts. Hat aber geklappt. Gut, okay. Ja, und dann holen wir das auch noch runter. War jetzt nicht so lohnend, aber hey, Helme kann man nie genug haben. Da es ja keine Multiplikatoren gibt im Spiel offensichtlich. Ich muss zugeben, vom Spieldesign her und sowas würde es auch nicht wirklich reinpassen. Ist schon okay. Nein! Ah, gerade ist mir erst aufgefallen, dass die Leben voll sind. Bisher haben wir noch gar nicht so sehr aus dem Maul bekommen, wie ich dachte. Gut. Da sind Bogenschützen, die trainieren da offensichtlich, beziehungsweise nee, die trainieren da offensichtlich nicht. Da ist ein Schreihals hinten. Ich frage, ob der uns sieht, wenn wir jetzt die hier wegmachen. Nein, tut er nicht. Nee, tut er nicht. Okay, gut. So, hier hinter den Kisten sieht er uns wahrscheinlich auch nicht. Nee. Und, oh, da hinten ist einer mit einem Schild. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass der jetzt keine Hilfe ruft. Das wäre jetzt ziemlich hilfreich. Oh! Das war close. Das war sau close. Weil mir der hier dazwischen kam. Okay, so, die Kiste kann weg. Da ist wieder so ein scheiß explosives Fass. Ich weiß immer nicht, was wir mit den Dingern machen können. Ich meine, ja, wir können die tragen und so weiter, aber wir können sie nicht fernzünden. Das heißt, egal, was wir damit machen, wir kriegen immer Schaden, wenn wir draufhauen. Also, wenn wir die zünden. Deswegen, ja, keine Ahnung. Da unten, das sind keine, die Hilfe holen. Das sind welche mit Speeren. Das ist okay. Dieses Ding würde ich gerne liegen lassen erstmal. Danke. Und dann vielleicht jetzt im Nachhinein einsammeln. So. Da drüben ist eine Insel, da kommen wir so natürlich nicht hin. Hat Obelix gerade ernsthaft dieses... Ah ne, Obelix hat es nicht eingesammelt, der hat es nur blockiert. Gut, in Ordnung, dann haben wir es ja alles richtig gemacht. Jetzt kann ich den von hinten angreifen. Du bist dran, Obelix. Oh! Gut, dass ich noch rechtzeitig wechseln konnte. Oh, 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 oh! Der holt keine Hilfe, okay. So, kann ich das hier zerstören? Ah, das kann ich vielleicht zerstören, sollte ich aber nicht. Kann ich das hier zerstören? Nein, okay. Gut, der kann keine Hilfe holen, aber der kann auf jeden Fall trotzdem mal weg. Der kann Hilfe holen, theoretisch. Macht er aber nicht, weil es ein netter Römer ist. So, okay, sieht eigentlich ganz gut aus bisher. Ich
habe jetzt nicht gesehen, ob hier oben noch irgendwelche Schreihälse rumlaufen, die theoretisch Hilfe holen können. Das wäre natürlich jetzt uncool. Die Kisten können eigentlich weg, fällt mir auf. Das brauchen wir nicht stehen lassen. Okay. So, ja, wir müssen hier durch dieses Lager durch. Warte mal, können wir da rein? Weil, tatsächlich. Ach ja. Gut, okay, das bringt mir aber nichts, weil dieser Blitz, den lassen wir liegen. Wir haben alles voll gerade. Weil uns Epidema jetzt nicht an der Stadtgrenze absetzen wollte. Weil er Angst hat, dass er dann Touristensteuer zahlen muss. Oh, scheiße, das war dumm. Gut, dann machen wir den kurz weg. Gut, alles klar. Ja, deswegen dürfen wir uns jetzt hier durchs Römerlager boxen. Danke dafür auf jeden Fall. Finde ich klasse. So. Oh, das sollten wir vielleicht mit Asterix machen. Ich glaube, vielleicht machen wir es Doppel-Obelix. Ich wollte gerade sagen, vielleicht, ich glaube, Asterix kann das besser, aber vergessen wir das einfach. Alter, was ist mit dem Turm da los? Drei Bogenschützen. Und wie kommen die eigentlich da hoch? Da gibt es keine Leiter und nichts. Und Essen haben die da oben auch nicht. Also eigentlich ein bisschen kritisch, oder? So, okay. Wisst ihr was? Ich glaube, wir gehen dann mit Obelix durch und machen den hier. So. Gut, so in der Art war es geplant. Und dann gehen wir einmal zu... Ich bin für so etwas zu müde. Wollte gerade sagen, dann gehen wir einmal zurück und machen den, holen den Blitz noch. Aber nein, machen wir jetzt gerade nicht. Tatsächlich machen wir erst noch die Idioten hier kalt. Oh, davon gibt es mehrere. Komm, Idefix, lade dich wieder auf. Ansonsten kann ich denen ja nichts tun. Oder warte doch, wir können ja den da machen. Und dann den da machen. Und jetzt, genau. So geht's. Ja, wenn man genug Zeit hat, sich das zu überlegen, ist das alles okay. Aber wenn nicht, dann, ja, das war jetzt wieder nix. So. 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 Und... okay. Und so. Okay, okay, okay. Gut. So, dann holen wir uns ganz kurz diesen Blitz. Oh, die Typen sind wieder da. Das ist natürlich ein bisschen uncool jetzt. Na gut, nee, nur der eine ist wieder da. Warum ist nur der eine wieder da? Ah, egal. Obelix portet sich uns hinterher. So, wir haben den Blitz. Und dann geht's auch wieder ab. Alles klar. So, und jetzt müssen wir hier runter. Genau. Gut, weiter im Text. Ich glaube, da oben läuft noch wer, oder? Nein. Okay. Das kann eigentlich weg. Das ist ein Würfel. Wie zum Teufel kommen wir an den Würfel? Ah, I see. Okay. Ja, ich bin ja eh dazu übergegangen, wahrscheinlich das Spiel nicht zu 100% zu lösen, von daher ist eigentlich auch noch egal. Aber wir nehmen es mal mit. Wir wissen auch... Ups, das oben ist nur zum Spionieren, das ist unwichtig. Wir wissen auch immer noch nicht, was uns dieser scheiß Würfel eigentlich bringt. Also ich weiß es jedenfalls nicht, vielleicht wisst ihr es ja. Ja doch, lohnt sich. Nehmen wir mit. Da sind wir jetzt bei dem Mast. Das heißt, wir wechseln direkt mal zu Obelix und stampfen die da gleich runter. Das ist nämlich gar nicht so witzig. So. Jawohl, wunderbar. Können die Römer eigentlich im Wasser überleben oder sterben die da auch direkt? Guck mal, das ist direkt der zweite Würfel. Nehmen wir auch mit. So. Ach ja, durch das Wasser, flache Wasser hier können wir laufen. Aber vorhin bin ich direkt abgesoffen, als ich reingesprungen bin. Sonst werde ich die Hilfe holen? Nee, ne? Nee, sind es nicht. Okay. Dann ist ja gut. Die Hilfe holen, sind nämlich... Nein, okay, die überleben im Wasser nicht. Alles klar, die sterben auch direkt. Nehmen wir mit. Okay, passt. Das sind auch keine, die Hilfe holen. Der wollte mir einen geben. So. Ja, ich wollte gerade ausprobieren, ob man das vielleicht doch damit fernzünden kann. Nein, kann man nicht. Ja, keine Ahnung, was das soll. So. Das läuft aber ziemlich gut gerade hier. Das läuft erstaunlich gut gerade. Wo bin ich eigentlich? Bin ich jetzt auf der Insel, die wir vorhin gesehen haben? Kann durchaus sein. Aufnahme läuft gut. Nicht, dass ich das jetzt alles umsonst mache. Ich glaube, da können wir rüberspringen. Ja. Ah, nee, das ist die Insel, die wir vorhin gesehen haben, glaube ich. Ja, gut, okay. Das war sauknapp. Okay. Ja. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Jawohl, wunderbar. Hat ja gut geklappt eigentlich. Damit können wir nichts machen. Okay, da oben ist bestimmt irgendwas. Da dürfen wir auf gar keinen Fall die Kisten zerstören. Das sehe ich doch schon. Ja, ja, ja. Ah. Wobei, war da jetzt irgendwas? Ich habe nichts gesehen gerade. Ja, irgendwas ist da locker. Ja, da ist dieser Würfel. Okay, dann darüber. Ja, und dann zu dem Würfel 3. Was bringen diese blöden Würfel? Oh, das ist ein Gegner. Scheinbar einer ohne Schild. Ja, okay, gut. Ich würde jetzt halt echt gerne dieses Fass zünden, weil dann würde ich die Kisten schneller kaputt kriegen, aber
Also wenn ihr irgendeine Möglichkeit kennt, diese Fässer fernzuzünden, ohne dass ich immer aufs Maul kriege, ne? Gerne her damit, schreibt es in die Kommentare. Ich bin für jeden Tipp dankbar. Obelix, komm mal her. Wir machen das mit dir. So. Jawohl. Sieht doch einigermaßen gut aus, wir müssen den Schreier wegmachen, der war immer noch am Leben. Was ist denn da los? Gut. Ja, so lobe ich mir das. Warte mal, müssen wir die Kisten überleben lassen? Ne, da ist auch noch was zu essen drunter, das lasse ich erstmal stehen. Also probiere es nicht einzusammeln. Weil vielleicht kriegen wir... Ah, da sind sogar noch mehr. Habe ich jetzt gerade beide eingesammelt? Ne, okay. Gut, das eine da lassen wir liegen. Da ist ein Schalter. Ah, okay, gut. Wollte gerade fragen, wie es weitergeht. Warte mal, kann ich da hoch? Nein. Nein, kann ich nicht. Okay, dann halt nicht. Ich weiß nicht, wenn ich noch auf dem Hauptpfad, dann nehmen wir schon wieder so einen Trick 17 Weg. Ach, verschwinden diese Körbe nach der Zeit? Weil dieser Ton klang gerade sehr nach. Ja, die verschwinden nach der Zeit, deswegen. Okay. Hä, wie unfair. Da ist auch noch einer. Warum gibt es hier so viele Leben? Ich brauche tatsächlich gar nicht so viele Leben. Oh, warte mal, wenn hier so viele Zelt sind, sind hier irgendwo ein Schreihals. Oh mein Gott, da oben, ja. Wir müssen von hinten ran, auf jeden Fall. Gott sei Dank habe ich das gesehen. Das wäre richtig kritisch geworden. Den können wir so wegmachen, der stört nicht. Und der lebt noch. Jetzt nicht mehr. So. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Oh, das war so knapp. Oh mein Gott. Das wäre so böse geworden. Mach den Centurio weg. Mach auf jeden Fall den Centurio weg. So. Alter, wie viele sind das denn? Bogenschützen auch noch weg. Holy, das wäre richtig böse geworden. Nein! Ey, wobei doch, das sind nur diese Dynamitfässer, die brauchen wir nicht. Was bringen mir die Dynamitfässer? Kann ich die irgendwie werfen oder so? Lass das. Scheiße, da vorne sind zwei. Und ich habe nichts mehr, um beide gleichzeitig auszuschalten. Weil ich keinen Special Move mehr habe. Kann ich die beide gleichzeitig mit normalen Angriffen ausschalten? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh Mann, shit. Ich glaube, in der Zeit, in der ich den einen bearbeite, macht der andere dann Radau. Ach komm, wir müssen es ja probieren. Nee, es geht. Es reicht gerade so. Holy. Okay. So, wir brauchen wieder einen Schalter. Da nicht. Ey, wenn die hier was posaunt hätten, ne? Puh. Also die vorhin. Da wäre richtig Polen offen gewesen. Haben wir noch? Ne, wir haben keinen Platz mehr für Zaubertrank. Dann lasse ich das erstmal liegen. Oh Mann. Ja, wir könnten einen Zaubertrank-Erweiterung beim Shop kaufen. Das sollten wir vielleicht dann mal machen, tatsächlich. Aber dafür müssten wir erstmal hier einen finden. Gut. Oh, da geht's rüber. Oh, das war knapp. Das war sau knapp. Wir haben hier noch keine Lorbeere gefunden, ne? Ich glaube nicht. Krass. Alter Vater. Okay. Gut, ja, hier ist auch sonst nichts mehr, glaube ich. Nee. Gut, das Leben da oben können wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade eben liegen lassen habe. So. Und dann müssen wir immer noch diesen blöden Schalter finden. Und wir sollten mal gucken, dass wir unsere Special-Leiste wieder aufladen. Weil das gar nicht so gut ist, ohne rumzulaufen. Ja, Ist der Schalter vielleicht irgendwo da oben? Oh, da ist noch so ein Korb. Den lassen wir liegen. Der verschwindet nicht, weil der nicht in der Kiste war, glaube ich. Ich glaube, die verschwinden nur, wenn die in der Kiste waren. Das ist wahrscheinlich der Witz. So, warte mal. Ich hätte hier rüber gekonnt, aber was bringt mir das denn eigentlich? Diese explosiven Fässer helfen mir doch nicht. Die machen mir doch nur alles kaputt. Okay. Gut. Wir sammeln den Korb da oben noch rein. Scheiße. Gut. Schön. Jetzt ist... Wow. Ulix. Jetzt ist nur die Frage, wo ist dieser blöde Schalter? Oder bin ich wieder blöd? Sehe ich wieder irgendwas nicht? Wahrscheinlich. Ah, warte, da ist eine Tür, da können wir durch. Ja, okay. Und dann ist da oben wahrscheinlich irgendwas. Zwischensequenz? Hier ist das berühmte Tor von Tyros, Obelix. Wir müssen nur noch an dieser römischen Garnison vorbei. Sind da vier Schreihälse da hinten? Ach du Scheiße. Die Sonne ist, aber sie sehen goldbraun gebraten aus, diese Römer. Ist das so? Pass mal lieber auf, dass dein Hinkelstein nicht schmilzt. So. Hallo? Ey, wenn das da hinten wirklich vier Schreihälse sind, dann wird das echt nicht witzig. Aber da steht nur ein Zelt. Das heißt, die können eigentlich auch nur aus einem Zelt Verstärkung rufen. Dann geht's noch eigentlich klar.
Also wir laden auf jeden Fall hier mit denen erstmal unsere Special-Fähigkeit auf. Ach, die Brücke geht wieder hoch. Ernsthaft? Hallo? Beweg dich doch. Was ist denn da los? Mann! Vor allem, ich habe nicht mal Schaden bekommen, aber ich konnte mich wieder nicht bewegen. Ich verstehe es einfach nicht. Okay, so. Wollen wir das Zelt hier wegmachen? Nee, brauchen wir eigentlich nicht. Da ist ein Bogenschützen. Hier gibt es eh niemanden, der Hilfe rufen kann, glaube ich. So, ich hole die mal her. Damit wir die einzeln machen können, bevor die Schildfuzzis kommen. Weil dann können wir nämlich damit unsere Special aufladen. Nee, das reicht nicht, glaube ich. Scheiße, können wir einen so einen Schildfuzzi einzeln herholen? Ja, mehr oder weniger. Ich muss aufpassen, dass ich nicht das Zelt schlage. So, sehr gut. Okay, okay, okay. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob das ausreicht, um diese Special einzusetzen. Nee, reicht's nicht, siehst du? Ja, die andere bringt uns nichts. Die macht nur einen weg. Okay, dann holen wir die einfach Stück für Stück. Wir machen das jetzt ganz easy und entspannt. Wir holen die Stück für Stück weg. So. Du bist dran, Asterix. Ich bin so blöd, ich wollte gar nicht wechseln. Na gut, actually hat ganz gut funktioniert eigentlich. So, jetzt holen wir Idefix. Machen den einen Dude kalt. Gut. So, warten, bis Idefix sich wieder ein bisschen aufgeladen hat und holen die nächsten beiden. Immer rankommen. Du bist dran, Asterix. So, genau, der Dicke fokussiert sich auf Obelix, das ist in Ordnung. Jetzt kriegt er wieder Idefix. Und dann machen wir den auch weg. Ja, so geht das. Man muss ein bisschen mit Taktik rangehen, dann geht das wunderbar klar. So, ach guck mal, was ist denn... Oh, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ah, nein. Oh, Mann. Komm, du kriegst jetzt den da. Oh, da der lässt mich jetzt tatsächlich noch getroffen. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Da ist jetzt die ganze Zeit da so ein blöder Scheiß-Special-Blitz und ich hab... Ach, Mann. Okay, ich glaube, wir müssen hier... Können wir darüber springen? Das ist doch erhöht, oder? Warte, ist das nicht erhöht? Können wir die besiegen? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt das Risiko ehrlich gesagt nicht eingehen, dass ich da runterfalle. Nee, komm. Lassen die in Ruhe. Oh. Okay. Gibt's hier einen Schreihals? Nein. Gut, das heißt, wir müssen auch keinen auseinandernehmen. So, hier gehen wir ganz kurz mal so ran. Das sollte eigentlich passen. Warum steht der da nur rum und macht nichts? Ich meine, ist okay für mich, aber wundert mich ein bisschen. Ah, das Leben holen wir uns, das ist gut. Da unten stehen ein paar Dicke. Die stehen auch mit diesen Dynamitfässern wieder da. Man muss doch irgendwas mit denen machen können. Also Leute, wie gesagt, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr da was wisst. Ich glaube, das ist auf derselben Höhe, oder? Oh Gott. Vergessen wir es einfach. Lassen wir die da stehen. Scheiß drauf. Ist doch egal. Ach, die betäuben mich nur. Die machen gar keinen Schaden. Das ist der Witz daran, glaube ich. Ich glaube, das ist der Witz daran. Okay. Gut, was mache ich mit denen da unten? Warte mal, ich kann doch das Fass da, glaube ich, runtertreten, sozusagen, dass es vielleicht das Explosive aufmacht. Ja, wow. Hat ja super funktioniert. Danke dafür. Okay, ich kann Obelix, Idefix mal runterschicken, theoretisch. Ah, was zur? Was zur? Ach komm, leck mich am Arsch. Scheißkerl. Wechsel, wechsel, wechsel. Hol die Idioten mal da oben runter. Okay, den Korb können wir gebrauchen tatsächlich. Das Fass entsorgen wir mal bitte ganz kurz, danke. Das hilft mir eh nicht. Nein! So, da sind jetzt... Ah, das sind keine Schreihälse, das sind die, die uns angreifen. Ah, dann ist ja alles gut. So, die ganzen Scheißfässer kommen alle mal weg, bitte. Die braucht kein Arsch. Also ich jedenfalls brauch's hier nicht, so. Was war das denn? Okay, geil. So. Und dann... machen wir den einen mit Idefix. Und um die anderen kümmern wir uns selbst. Jawoll, ja, hat das gut funktioniert. Da kommt noch einer nach. Und dann sind wir fast schon drinne. Da oben sind ein paar Bogenschützen, die interessieren sich überhaupt nicht für das, was wir hier tun. Oh, finde ich in Ordnung. So, ich probiere mal so, dass das nur die einen sehen, sozusagen. Ach, die können wir gar nicht... wieso können wir die dann nicht besiegen? Wie komme ich jetzt da rein? Gar nicht. Ist da irgendwo ein Schalter, den ich nicht gesehen habe? Also wahrscheinlich, ja, aber wo? Da um die Ecke. Nee, da komme ich nicht durch. Weil da kommt Asterix da durch.
Nein, kommt er nicht. Okay, ich könnte das Zelt weghauen, dann komme ich da hin, aber dann wird da auch kein Schalter sein. Ah, doch, jetzt komme ich da hin, okay. Ja, da ist gar nichts. Das. Ah! Okay, da waren Würfel. Auch das fand ich wieder natürlich ein bisschen asozial, das Versteck, weil, ja. Ach, da ist ja, da ist extra ein Pfeil. Gut, ignorieren wir den Pfeil einfach weiter. Dann suche ich noch ein bisschen den Schalter, ne? So, wo zur Hölle bin ich denn jetzt gelandet? Was genau bringt mir das, hier zu sein? Hä? Hier war ich doch schon. Hä? Das bringt mir original gar nichts. Oder macht man damit auch das Tor davor? Ach so! Oh mein Gott, muss ich jetzt schnell sein oder was? Hä, das geht doch überhaupt nicht. Man kann doch niemals so schnell sein. Erzähl mir doch nichts. Geht das wirklich? Naja gut, wir probieren's. Was macht denn der eine da? Der wurde irgendwie nicht richtig geladen. Der stand noch in seiner Standardpose, glaube ich. Klasse. Doch, ich glaube, es geht sogar. Wow. Was ein komischer Mechanismus. Welcher Idiot macht denn den Knopf für die Tür da 10 Kilometer weit entfernt von der Tür? Was ist das denn? 20 Minuten haben wir dafür gebraucht? Ja, haben wir. Das ist natürlich schmerzhaft, würde ich sagen. Ich habe gewonnen. Jetzt heißt es Blech. Wow. Naja, gut, okay. Dafür sind wir halt vorsichtig rangegangen, ne? 20 Minuten, scheiße, ey. Schon wieder halbe Part. Mann. Hat ewig gedauert, dieses Tor von Tyros. Das stimmt, ja. Glaubst du, wir werden das Fragment die ganze Nacht lang suchen, Asterix? Um das Fragment zu finden, müssen wir erst einmal den Tempel von Baal finden, Obelix. Kommt näher, Gallier, kommt näher! Dürfte was wahrscheinlich nicht so schwer werden. Es ist Jahre her, dass ich neue Gefolgsleute hatte. Kommt und verehrt den Gott Baal, den Wächter des Feuers. Ah, das war aber einfach. Ich verstehe absolut nichts, was diese Geschichte von Baal und dem Wächter angeht, Asterix. Ich weiß nur, dass es kein Spiel ist, Obelix. Miraculix war sehr ernst, als er von diesen Legenden erzählte. Miraculix? Ja, gut. Ihr kennt meinen alten Freund Miraculix? Wir kennen ihn nicht nur, er schickt uns sogar. Ich verstehe. Und ich fürchte, ich verstehe, warum ihr. Warum kennt jeder Miraculix? Die Geschichte von Edda Heimdallia und dem Kristallhinkelstein erzählt, dachten wir uns, dass eine kleine Tempelbesichtigung ganz nett wäre. Denn es ist schließlich so immer sehr wichtig, sich auf Reisen weiterzubilden. Oh, naja, finde ich eigentlich nicht. Auf ein anderes Mal verschieben. Ich glaube, unser Held hat bereits zu Ende erzählt. Ich habe es schon immer gesagt. Klar. Cäsar mag zwar Kaiser sein, aber er ist ein Lümmel. Ein richtiger Lümmel, ja. Um ein Land zu erobern. In welcher Zeit lebt denn? Edda Heimdallier ist eine Freundin. Und sie hat mich darum gebeten, das Feuerfragment zu bewachen. Ich vertraue es euch an. Aber Vorsicht, mit diesem Fragment hat der Snefelhelger Jökull noch mehr Kraft. Irgendwie geht mir das alles zu einfach. Es tut mir leid, aber was ist das denn? Vielen Dank, Feuerwachtes. Weißt du zufälligerweise, wo sich das letzte Fragment befindet? Das letzte Fragment wurde einem griechischen Weisen anvertraut, der auf Kreta lebt. Und wie heißt dieser weise Mann? Den Namen kenne ich nicht. Aber ich glaube, dass er als Einsiedler oben auf einem Berg lebt. Er müsste noch dort sein. Auf einem Berg? Welchem Berg? Während ihr euch unterhaltet, werde ich meinen Hinkelstein kurz abstellen und mich 5 Minuten auf diese Bank setzen. Achtung, Obelix! Die Kräfte dieses Hinkelsteins sind wirklich verblüffend. Aber er zieht zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Ja, mach halt den Standardmodus wieder raus. Stehen bleiben, Priesterin von Baal! Dein Ernst? Kennst du einen Ort, wo du dich in Sicherheit bringen kannst? Ja, bei einer Freundin. Aber sie wohnt in einem. Ernsthaft? Was ist denn los mit denen? Kein Problem. Mein Hinkelstein wird uns den Weg leuchten. Okay. Ich wollte gerade hier bemängeln, dass das schon wieder rum ist, sozusagen, dass wir jetzt schon wieder fertig sind hier, aber dann geht's ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Achso, dem Ziel nach. Okay. I see. Die wollen Stress. Na komm, wie viel halten die denn aus? Oh, warte, können wir selber auch die Vase verletzen? Oder war das ein Römer? Ah, kann sein, dass wir selber die Vase verletzen können. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, Obelix, mach mal schneller. Ich trage hier die Vase, nicht du. Oh. Okay, die parken wir vielleicht erstmal kurz hier. Und machen den ganzen Haufen hier weg. Nein, das wolltest du gar nicht tun. Da bin ich mir ziemlich sicher. Danke. Oh, da ist ein Special-Dingsbums. Das könnten wir mitnehmen, aber wir brauchen es halt nicht. Deswegen lasse ich es erstmal liegen. So. Okay.
Können wir das eigentlich jetzt, warte mal, ich möchte das ganz kurz ausprobieren. Einmal wechseln. Ja, können wir. Cool, okay. Was auch immer uns das bringt, aber es geht. Kann ich wechseln, während ich die Vase trage? Nein, dann lässt Asterix die Vase fallen. Schade. So, wir parken die erstmal hier hinter den Kisten. Gut, die Kisten sind jetzt weg, aber versteht, was ich meinte. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Okay. Wo muss ich nochmal hin? Hä? Ah, da unten ist der Wegweiser. Ich bin so blind. Hä? Ah, warte. Ja, tatsächlich. Okay, dann sollte ich die Vase vielleicht holen. Aber warte mal, da oben war auch noch so ein Ding. Dann, Moment, dann ist da vielleicht was Gescheites hinter? Was ist denn da? Eine Tür. Hä? Jetzt im Ernst? Das war halt original nicht hilfreich. Das war wahrscheinlich nur, dass man aus Versehen das Ding hier abfackeln soll, wenn man dieses Ding da anmachen möchte, das Feuer da. Damit man sozusagen sieht, dass das geht oder so. Als Tutorial mehr oder weniger. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich einfach nur blöd. Egal. Ich komme ja so, wir parken das hier neben der anderen Vase, da fällt es nicht auf. Und dann machen wir erstmal den Dicken weg. Ja, da sind sie. Gaipodon? Gaipodon. Genau, Gaipodon ist genau meine Meinung. So. Sehr schön. Jede Menge Leben und sowas brauchen wir das gar nicht. Da hinten waren auch noch Römer, glaube ich. Da. Ja, ich habe jetzt zwar nicht gesehen, was es ist, aber ich hab sie gehört. Ja, okay. Ist da noch einer da? Ne, ich glaube, die sind weg. Gut. Das hier sieht so aus, als könnten wir da rein. Walter des Amtes Obelix. Echt nicht? Der Stoff muss doch abbrennen. Gut, oder halt auch nicht. Auch egal. Du bist dran, Asterix. Ne, warte, bist du noch nicht. Wir machen das noch an. Ist auf der anderen Seite hier auch eins? Kann sein, man weiß es nicht so genau. Auch wurscht. So, was ist hier in der Ecke? Da ist gar nichts. Da oben ist irgendwas. Kommen wir jetzt aber gerade so nicht einfach hin. Ist hier links noch irgendwas Wichtiges? Was heißt wichtig, aber irgendwas Nettes vielleicht? Ja, Zaubertrank. Ja gut, aber den haben wir doch genug von. Wir nehmen das alles trotzdem mal mit. Ja, gut, bringt uns nicht viel. Ist okay. Oh nein, ein Knochen. Ihr kennt die Prozedur, Leute. Wenn es nicht sofort funktioniert, dann werde ich wieder ein bisschen vorspulen müssen. Und da wir den fähigsten Hund der ganzen Galaxis dabei haben. Ah! Gott sei Dank. Funktioniert das natürlich nicht wirklich gut. Aber hey, 7 Stück. Oh mein Gott. Klasse. So, was genau bringt mir das jetzt eigentlich, den ganzen Schmodder hier anzumachen? Keine Ahnung. Da sind viel zu viele Leben. Die brauchen wir alle gar nicht. Lassen wir also auch schön liegen erstmal. Kann man das da wegbrennen? Nee, ne? Nee, das ist doch zu massiv. Alles klar. Ah! Was? Wenn ich noch einmal einen fliegenden Teppich sehe, hole ich die Pfeile raus. Alles klar? Gut. In Ordnung. Mach ruhig. Nicht so, als wäre das mein Problem. Okay, das machen wir mal weg. So. Die Vase parken wir erstmal wieder hier und gucken mal. Okay. Alles klar. Damit werde ich vor Cäsar glänzen. Du schon. Nee, bist du nicht. Ekus? Ganz genau. Ich bin euch vom weit entfernten Tode gefolgt. Glaubt ja nicht, dass ich euch ziehen lasse. Kennt ihr diesen? Du hast schon mal aufs Maul bekommen. Ja, das ist ein alter Bekannter, der die gallische Höflichkeit sehr zu schätzen weiß. Ja. Ich werde es euch zeigen. Gut, wir laden erstmal unsere Special-Leiste ein bisschen auf, solange noch diese ganzen einzelnen Kleinkram kommt, weil ich denke mal, nachher werden viele und davon ganz, ganz viel. Ach so, scheiße! Stimmt, ich habe vergessen, dass wir immer noch die Vase beschützen müssen. Ups. Das war ja natürlich ein bisschen belastend. So. Gut, den Dicken haben wir gerade noch so erwischt, das ist natürlich sehr gut. Gut, die Vase sollten wir vielleicht dann einfach mal irgendwie ein bisschen in die Ecke parken. So. Das wäre vielleicht klüger. Ah, ein Bogenschütze. Mhm. Der denkt auch, er ist ganz schlau. Der dicke Centurio kommt auch direkt am Anfang weg, würde ich vorschlagen. So, können wir die Römer eigentlich abfackeln? Ich hab's jetzt gerade probiert, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es jetzt effektiv war oder nicht. Römer brennt, es ist sehr effektiv oder so in der Art. Kommt nicht näher. Was, ich dachte, wir sollten höflich sein. Dran, Asterix. Aber ja. Doch, Obelix. Vielen Dank, Gallia. Klasse. Vielen Dank, Feuerwachtes, dass du uns das Fragment des Feuers gegeben hast. Jo. Macht euch schnell auf zum Markt. Viel Glück bei eurer Mission.
und möge Baal euch beschützen. Auf Wiedersehen, Feuerwachtis! Los, Obelix. Oh. Epidemais wartet sicher schon am Hafen auf uns. Auf das Baal euch beschütze. Es ist wohl eher mein Hinkelstein, der uns beschützt. Ja, Baal ist mir auch relativ egal, aber hey. Hauptsache, wir gehen jetzt mal zum Markt und gucken, ob wir ein bisschen einkaufen können. Okay, ihr seid keine Römer. Fremde Besucher trifft man Phönizien zu deiner Seite. Genau, in Phönizien sind wir eigentlich. Ich erinnere mich. Gut, haben wir das also am Ende des Parts auch noch geklärt. Aber tatsächlich habe ich gerade noch ein bisschen Spaß an dem Spiel, deswegen spielen wir noch ein bisschen weiter, würde ich vorschlagen. Ein bisschen kann man noch machen, so 10 Minuten vielleicht noch oder so. Mal schauen. Ich werde jetzt probieren, mich nicht mehr in irgendwelche riesigen Kämpfe oder sowas verwickeln zu lassen. Sprache und, oh. Keine Specialized mehr, echt nicht. Hä, beweg dich, halt mal weg. Ah, wir können die Römer abfackeln. Klasse. Oh, das ist gut. Das ist gegen die Schildfutzis gut. Jetzt kannst du mal aufhören mit der Schatten. Kann ich den mal ganz kurz abbrennen, bitte? Ey, ich krieg grad komplett Krebs bei dem Kerl. Der steht da irgendwo, wo ich ihn nicht sehen kann, weißt du? Das ist halt komplett zum Kotzen wieder. So. So wird zum Thema Spaß. Geh mir mal nicht auf den Sack. So, Dankeschön. Haben wir's dann. Hier ist der Markt. Klingt jedenfalls schon so. Ich habe irgendwie Stimmen gehört. Okay, das ist also ein großes Areal hier auf jeden Fall. Wo einiges durch die Gegend kreucht und fleucht. Da, guck mal, ist das ein Händler vielleicht? Mein Lieblingsheld ist Gilgamesch. Okay. Wer auch immer Gilgamesch ist. Bla bla bla. Wunderschöne Wassermelonen. Och ja, jetzt eine Wassermelone. Och ja. Och ja, auch ja, auch ja. Ja, das nehmen wir mit. Gut, ja, gibt's auf dem Markt auch einen Laden, wo wir einkaufen können? Das wäre irgendwie ganz cool. Oh, da können wir rein. Und wo führt uns das hin? Ach, hier hoch zu den Römern. Ach, guck mal an, dann können wir die auch noch wegräumen. Ich bin für so etwas. Was? Immer noch? Ich dachte, wir hätten das mittlerweile geklärt, dass du wieder angreifen kannst, aber nein. So. Ach, der verbrennt da noch nach der Zeit auch einfach. Hey. So. Na komm. Verreck. Danke. Der kann immer noch teilweise sein Schild benutzen, das wollte ich gar nicht, danke. Das ist ein bisschen interessant. So. Die nehmen wir kurz auseinander. Gar kein Ding. Und dann, na, den lassen wir jetzt angreifen. So, und dann gehen wir mal da hoch, die ganzen Brücken ab und schauen mal, dass wir die Idioten da runterkriegen. Die nerven nämlich ein bisschen. Da oben läuft auch einer. Oh nein, Idefix. Ach ja, kennt die Prozedur, Leute, ne? Ja, ja, ihr kennt die Prozedur. So, den fackeln wir direkt erstmal den Arsch ab. Dum, 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 dum. Oh Mann. Idioten sind das hier. Alles ein Haufen voll Idioten. Ja doch, das mit dem Feuer ist eigentlich... Oh! Hat er es etwa gefunden? Nee, natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Nee, nee. Er ist immer noch am Suchen. Oh, wie komme ich denn da hin? Kann ich da dran vorbeilaufen? Na! No. Gut, portest du dich mit dem hoch, Asterix? Oder warte ganz kurz. Das nehmen wir mit und dann gehen wir wieder hoch. Ach nee, warte, wir können das bestimmt abbrennen. Ja klar! Logisch können wir das abbrennen. Okay. Das ist gut. Dann holen wir uns nämlich die Special-Leiste da gleich. Dann sind wir wieder gut ausgerüstet. Wieder nahezu volle Leben. Und eine volle Special-Leiste. Idefix sucht in der Zwischenzeit den Knochen. Das kann sich eh nur noch um Tage handeln. So. Ja, Leute, ich spule euch das mal ganz kurz vor, ne? Und gehe hier mal systematisch das Feld ab. Oder so in der Art. Den mache ich erst noch weg. Der nervt. So. Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwie den Knochen finden. No, das machst du nicht. Das wolltest du auch eigentlich gar nicht tun. So. Ach, ist das euer Ernst, Leute? Da. Mal schauen, ob die davon irgendwann sterben. Oder ob die einfach nur davon halt, naja, durch die Gegend rennen. Nö, ich glaube, die sterben davon echt nie. Natürlich eigentlich schade. Na komm. Doch, irgendwann sterben sie, glaube ich. Aber es dauert sehr, sehr lange. Na komm. Danke. Ach, hast du etwa den Knochen hier? Nee. Gut, also wie gesagt, Leute, Knochensuche. Knochenarbeit ist das bestenfalls. Wo ist denn der Schlunz? Ah, natürlich, genau in der Mitte. War ja eigentlich klar. Gut, haben wir das auch geklärt.
Kommen wir da rein? Oh ja, können wir tatsächlich. Bin begeistert. Jetzt müssen wir nur irgendwie da hochkommen. Das tun wir aber scheinbar nicht. Gut, auch egal. Dann ignorieren wir das einfach. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir da lang müssen. Doch, ich weiß wohl, wo wir lang müssen. Wir haben unten diesen... Naja, dieses Symbol da eben. Gut, dann machen wir uns mal da in die Richtung. Obere Etage. Aha. Klingt doch gut. Ah, speichern, das ist auch Loot. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch bis zum Hafen in dem Part, falls uns nicht noch irgendwie ein Römerlager oder sowas dazwischen kommt. Ach, der ist bestimmt stabil. Der ist bestimmt stabil. Da ist eine Lorbeere, aber da kommen wir so nicht hin, glaube ich. Oder? Nee, irgendwie nicht so. Okay. Hm. Lager, das hat irgendwie zu scheinbar. Tja, wie komme ich jetzt da hoch zu der Lorbeere? Du bist an der anderen Seite oder was? Oder warte, können wir vielleicht diese Vase auch irgendwie? Nee. Okay, wir können die Kisten zerstören. Das hilft uns aber halt mal gepflegt überhaupt nicht. Nee, das hilft uns überhaupt gar nicht. Ja, keine Ahnung. Irgendwie kommt man da wahrscheinlich ran. Also, was heißt wahrscheinlich? Natürlich kommt man da irgendwie ran, aber jetzt nicht von dieser Seite und nicht so, wie ich es probiert habe. Oh, ein Dicker. Ein ganz Dicker. Den nehmen wir kurz noch gut, auch ganz kurz mit. Wir sind ja nicht so. Da wird der Dicke tatsächlich selber mal aktiv, man glaubt es kaum. So. Centurio auf Streife, sowas sieht man auch nicht so oft. Was? Oh nein, das war... Oh mein Gott, das war eine Herausforderung. Weißt du, wo Pedemais ist, der Händler lebt? Und noch wichtiger, wo man Wildschwein essen kann. Ah, nee, das war keine Herausforderung, das war unser Ziel. Einen schönen Tag, Fremde. Pedemais Laden befindet sich im Hafen. Könnt ihr mir einen kleinen Gefallen tun, bevor ihr euren Freund den Händler aufsucht? Nehmen wir los damit. Und was die Wildschweine angeht. Zwei Räder an meinem Karren sind zerbrochen. In meinem Warenlager habe ich Ersatzräder. Aber wenn meine Karren allein lasse, riskiere ich, dass mir die Römer die Waren stehlen. Okay. Die zwei Räder finden. Im Lager. Ja, aber Lager hatte, war doch da oben eins. Ich wollte jetzt nach da oben rennen. Na gut. Dann laufen wir halt dem Ziel mal nach und schauen mal, wo uns das hinführt. Wahrscheinlich müssen wir erst einmal nach ganz links und dann müssen wir einmal nach ganz rechts. Das klingt... Ja, genau. Guck hier. Lager 1. Oh. Du bist dran, Obelix. Gut, dass wir das geklärt haben. Dann machen wir das jetzt heute noch, würde ich sagen. Und danach beende ich den Part. So, das ist was da hinten? Eine Lorbeere ist das. Ach ja. Du bist dran, Asterix. Oh, aber nicht so. Okay. Zu kaufen, Asterix, oder nicht? Ja, bestimmt, bestimmt. So, warte, wo komme ich denn jetzt da, da hinten an die Lorbeere? Kann ich da durch? Ich glaube nicht. Oh, mach weg den Scheiß. Ich hoffe, gibt es nachher irgendwo Leben einzusammeln, weil... Ja, yeah! Ich habe mich schon wieder öfter davon treffen lassen, als ich hätte sollen. So. Gut. Whatever. Ein Rad suchen wir also, ja? Das Rad... warte mal, hey, sind zwei Lorbeeren. Warum sind hier zwei Lorbeeren? Das mag ich auch nicht, dass die Lorbeeren immer so auf dem Haufen sind. Weißt du, immer so viele auf einmal an einem Ort. Im Asterix 61 waren die Lorbeeren immer schön verteilt. Dann war mal eine hier, dann war mal eine dort. Und dann gab es im ganzen Land halt vielleicht so insgesamt 8 Lorbeeren oder so. Weißt du, das war okay. Oder 12 mal meistens. Das meiste war maximal 12. Das war halt auch in Griechenland, das war riesenscheiße groß, das Ding. Ja, und hier 20 Lorbeeren auf dem Haufen. Ne, warte, von da kamen wir. Fuck. Ja, aber bin ich jetzt blöd? Da oben ist das Rad. Ja gut, okay, schön. Oh ja, als ob die Pflanzen wieder da sind, Junge. Ja, wie komme ich denn überhaupt noch da oben? Hä? Weil hier geht's ja nicht weiter. Die Kamera scrollt hier ja nicht weiter. Asterix ist dein scheiß Ernst gerade. Ah. Oh. Hä? Okay, ich glaube, wir müssen von außen nach oben sozusagen. Oder ist hier noch irgendwas? Nee, ist nicht. Welcher Idiot lagert eigentlich solche Pflanzen? Die sind nur gemeingefährlich. Ja, was willst du? Helm und Schnurrbär, bla. Such nach dem Händler, um die Teppiche zu finden. Was? Die 10 Perserteppiche im Bazar finden. Was? Das ist eine Mission? Och, ich war... ich stolper hier von Mission zu Mission, ne? Oh Mann. Das ist natürlich... 3 Flaschen Zaubertrank? Warum? Okay. Naja, gut. So, dich ignorieren wir einfach mal. Mhm.
Okay, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, diesen Weg zu nehmen. Doch, ist eine gute Idee. Auch dich ignorieren wir. Kannst du, danke. Bitte weiterlaufen. Wir haben ein Zeitlimit, ist natürlich kritisch. Ich sehe nichts. Nein! Ah, habe ich wieder getroffen, der Drecksack. Okay, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Jede Menge Zaubertrank. Ach, vielleicht sollen wir es mit Asterix machen und mit Zaubertrank hier durchrennen, weil wir sonst zu langsam sind. Kann das sein? Das kann tatsächlich sein, dass es anders nicht geht. Du bist dran, Asterix. Ja, jetzt haben wir natürlich eben ein Problem. Das war es wahrscheinlich mit dem Zeitlimit komplett. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt rein hätten sollen. Nee, hätten wir nicht. Okay, alles gut. Reingesollt hätten wäre, glaube ich, eher ein deutscher Satz. So. Da unten. Ja, ja, ja. Zwei Stück noch. Oh fuck, wir müssen wieder zurück. Müssen wir zurück. Noch eine Minute. Hey, das schaffen wir aber. Das schaffen wir. Klar, das schaffen wir easy. Warum ist hier so viel Zaubertrank? Das braucht man überhaupt nicht. Ja, locker schaffen wir das. Ja, ganz, ganz locker. Guck mal hier. Wunderbar. So, dann gib mich wieder auf die Nerven. Jetzt lass mich das Rad suchen. Also. Die zwei Räder finden. Hä, wo führt der mich denn jetzt hin? Hä? Kann es sein, dass der das Ziel überhaupt keine Ahnung hat, wo ich hin muss? Was zum Teufel? Wo führt der mich denn hin? Nee, das ist falsch. Das kann nicht stimmen. Wir sind ja schon gar nicht mehr auf dem Markt. Nee, das ist absoluter Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Das Ziel ist gerade komplett am Arsch. Ja, klasse. Gut, dann würde ich sagen, finden wir die Räder doch nicht mehr. Dafür haben wir die Mission mit den Teppichen jetzt gemacht. Dann beende ich wahrscheinlich den Part hier erstmal gleich. Ja, toll. Jetzt ist das Ziel hinüber. Was mache ich jetzt damit? Nichts mache ich damit. Das muss ich irgendwie neu laden oder sowas, dann geht's vielleicht wieder. Ah, hier geht's nochmal nach oben, oder? Ne, da geht's nach unten. Egal, hier ist ja irgendwo das andere Lager in der Nähe gewesen, ne? Das wissen wir ja. Dann können wir ja da gleich mal reingucken. Ups, das hätte ich gar nicht gebraucht. Irgendwo hier, wo war das denn jetzt? War das nicht hier? Ja, toll! Ohne Ziel hilft mir das halt alles irgendwie gar nicht. Ne, warte, wir sind immer noch nicht auf dem Markt, ne? Der Markt ist ja hier unten. Ne, ist er nicht. Ja, Kollege. Kann ich einfach Obelix deinen Karren bewegen? Können wir gleich einen Deal machen vielleicht? Da ist noch eine Lorbeere. Oh, die kriegen wir sogar noch, glaube ich. Was machen die da oben eigentlich? Sind die irgendwie blöd? Gut, warum frage ich eigentlich? Na klar sind die das, aber... Ja. Die sind noch ein bisschen blöder als sonst. Die rennen die ganze Zeit in diese scheiß Pflanzen da rein. Wer wirft da eigentlich die ganze Zeit mit Speeren? Ah, da steht einer. Ist der jetzt weg? Nein, immer noch nicht. Jetzt aber. Okay. Gut. So. Ja, ich habe keine Ahnung, wo dieser scheiß Laden war. Und dieser blöde Hinweis hilft mir halt auch überhaupt nicht mehr. Gut, ich würde sagen, das finden wir dann im nächsten Part raus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Könnt gerne einen Daumen hoch lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und hoffentlich sehen wir auch dann das Lager wieder. Also, bis dann und ciao.